Hi meine Lieben, weiter geht's mit dem Herbstbüt. Ich habe jetzt überlegt, hin und her, bla bla bla, und habe mich entschieden, dass das jetzt einmal wirklich ein Wandbüt wird, weil ich fürs Uhrwerk das einfach ein bisschen weiter, also zuerst Chlorheit gießen sollen oder ein Holz nehmen sollen oder vielleicht Porcelino hätte nehmen sollen und da drauf die Blumen arrangieren, wegen Einfressen vom Uhrwerk. Und egal, wann ich das jetzt auch noch höher mache, und ich müsste auf jeden Fall ein Holz drunter da, und ich möchte es aber eigentlich klar lassen, sodass, wenn das an einer weißen Wand hängt, das weiß durchstrahlt. Gut, man könnte das Holz auch weiß anmalen, aber ich mache eh nur ein zweites und das wird dann eine Uhr werden. Das gefällt mir jetzt einfach so, so gut und ich möchte es jetzt wissen, wie es ausschaut. Und deshalb scheuen wir es jetzt einfach einmal aus. Ganz blim. Seht ihr da die Kammern? Die muss ich noch schleifen. Aber sonst, da ist die Hornisse. Schaut sich das an. Ist das nicht wunderbar? Und kleine ein paar winzige Mikroblasen, da so ein bisschen. Aber wirklich, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Ja, also ich finde das. Da so ein bisschen eine 3D-Struktur, seht ihr die rosa Strohblume da, die schaut aus und die schaut aus und unten im Tornissen, da schaut aus mit der gelben Blume. Also richtig cool. Und weil ich merke, ein bisschen wach ist es noch, aber es biegt nimmer und nichts, lasse ich es jetzt auf jeden Fall nur einen Tag oder zwei liegen und dann mache ich die Kammern weg. Wobei die eigentlich. Vielleicht dann, ja, das muss ich mir anschauen, weil die sind jetzt eigentlich gar nicht so schier. Wenn ich die nur ein bisschen anrunde oder was, dann war das ja für einen Rahmen, dann hätten wir auch schon wieder ein wenig einen Rahmen. Gleich dick sind sie auch, da gehört es ein wenig gerade. Ja, ein bisschen was gehört schon gemacht noch, aber schaut euch auch die Oberflächen an. Ich meine, ein paar Wellen sind natürlich drinnen, aufgrund von dem, dass jetzt das noch nicht plan gossen ist. Aber es glänzt extrem schön. Und wenn ich da jetzt nur Schicht drüber tat, sodass wirklich alles eingossen ist, dann tat das wirklich eine ganz eine plane Oberfläche werden, die man wahrscheinlich nicht einmal mehr schleifen müsste, sondern gerade polieren. Und da brauche ich jetzt aber auch nicht einmal wirklich polieren, also weil das ist wirklich wunderschön. Und wenn das da so an einer weißen Wand hängt, das zeige ich euch dann näher noch, dann schaut das sicher super aus. Ja, dann schauen wir uns das an, wie wir dann mit den Kammern, ob wir die lassen. Von hinten schaut es im Übrigen so aus. Da habe ich die braunen Blättel halt ein wenig unten hingelegt, weil der Herbst ist ja auch viel braun. Und dann das farbige Zeug eher draufgelegt und so. Also ich finde es wunderschön. Wahnsinn. Und ich mache jetzt eh nur ein zweites Bügel. Da habe ich mir jetzt nur Hagebutten und Nussschalen und Eicheln und so Zeugswerk habe ich mir auf Zeiten da. Und auch nur ein paar Bladeln. Und dann schauen wir, dass wir das ein bisschen anders angängen und dann eine Uhr draus machen. Natürlich gibt es dazu dann ein eigenes Video und ich werde euch wieder dazu schalten, was auch klar ist. So, das lassen wir jetzt einfach da liegen, dass sie sich nicht verbirgt. Halbwegs eben. Und lassen wir es nur aushärten jetzt. Ja, ein Tag müsste es reichen, wenn es zwei Tage sind, sind es zwei Tage. Ich habe eh andere Sachen auch zum Tun. Gut, so weit, so gut. Dann halte ich euch auf dem Laufenden, wie gesagt, und bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst nicht kommentieren, liken, folgen und so weiter und so fort. Und wir sehen uns im nächsten Video. Viert euch dabei, Baba.